Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champ Failed. Letzten Part hatten wir unser Schloss der Unterwelt, was wir schnell hinter uns lassen wollen. Als nächstes haben wir Bowsers Schloss. Was in meinen Augen eigentlich leicht ist. Es ist leicht, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Hat aber nur eine Abschlussrate von 6%. Spielen. Ja. Wir wollen einmal ganz schnell und dann wollen wir mal zeigen, wie es eigentlich funktioniert. So, es ist im Mario World Style, man sieht's. Übrigens, wenn man die Zeit beachtet, da habe ich nie Änderungen dran vorgenommen bis jetzt, bis auf in einem Level. Weil ich das immer nicht so abschätzen kann, ob ein Level nun lange, wie lange so ein Level nun dauert. So. Naja, auf jeden Fall erstmal wichtig, hier rüber. Vorführeffekt. Ja, erstmal muss man nämlich über diesen Dings rüber, über diese Kettensäge. Und jetzt ist es eigentlich, jetzt muss man hier am besten einen Spin-Jump einsetzen. Fick dich, du dummer Kettenhund! Nee, auf jeden Fall. Wenn der Kettenhund quasi in einer recht doofen Position ist, wie man gerade hier sieht zum Beispiel, einfach mit einem Dingsprung und mit einem Spin-Jump einfach drauf. Und jetzt gibt es hier einen, sag ich mal, einen kleinen Weg, nennen wir es einen kleinen Weg. Aber einfach nur, um sich einen Vorteil quasi zu verschaffen. Kann man quasi hier hoch. Tür. Und kann hier quasi sich Pilz und Feuerblume holen. Weil jetzt wird es ohne Pilz und so knifflig. Zack, zack, zack. Ja, man sieht schon, wer da auf uns wartet. Bowser. Den können wir nämlich mit der Feuerblume einfach mal zack wegmachen. Und dann geht es hier hoch. Man sieht schon, da geht es noch nicht weiter. Also muss es irgendwie anderweitig weitergehen. In diesen Blöcken ist übrigens nichts drin, außer Münzen. Jetzt geht es quasi hier rein. Kommen wir hier hoch. Da lang. Jetzt geht es hier hoch. Muss man schnell sein. Und jetzt zack, 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 zack. Jetzt vorsichtig. Da kommt nämlich was. Ducken. Hier muss man sich nämlich ducken, wenn man Pilz hat oder so. Und dann hier rüberspringen. Und jetzt ist es wichtig, die Blöcke hier freizusetzen. Weil jetzt müssen wir nämlich da drauf. Und mit Anlauf dahin springen. Hier hinspringen. An dieser Döns hier. Und jetzt muss man hier in die Tür hier unten rein. Und jetzt durch diese Tür hier drüben. Und jetzt geht's hier, falls man seinen Pilz verloren hat, kann man sich hier den neuen holen. Und jetzt geht's hier runter aufs Laufband. Hier mit Ducken durch und dann jetzt quasi in diese Toilette von Bowser, sage ich jetzt einfach mal. Man muss so lang schweben, im Grunde eigentlich nicht wirklich schwierig. Jetzt hier oben drauf, rein. Jetzt hier weiter. Die kann man mit der Feuerblume leicht erledigen, wenn man sie hat. Dann geht es hier rein. Dann landen wir hier drauf auf dem P-Switch. Ich arbeite übrigens gerne mit dem P-Switch. Und jetzt so. Kann man den quasi auch ausnocken. Dann geht es hier rein. Und jetzt gibt es zwei Wege. Nach unten oder nach oben. Mit Feuerblume kann man auch nach unten gehen. Und dann geht man nämlich so machen. Und dann ist man fertig. Die zweite brauche ich auch nicht zeigen, hat man ja gesehen. Man muss einfach bloß über der anderen Seite runter, über den Hammerbruder drüber springen und da drauf auf die Axt. Nächstes Mal. Im Grunde eigentlich nicht schwierig. Jetzt aber hier an der Stelle seinen Pilz verloren, muss man einfach nur kurz warten, bis die Flammen weg sind. Dann kannst du über den Hammerbruder drüber springen und auf das Ding landen. Wirklich nicht schwierig. Da frage ich mich, wie man so eine Abschlussrate haben kann. Naja, mir soll es egal sein. Weil das Level ist einfach machbar.
Natürlich stirbt man das ein oder andere Mal an gewissen Stellen, wenn man nicht aufpasst. Aber es ist machbar, wenn man weiß, wie. Und deswegen mache ich ja die Videos, damit ihr wisst, wie sie zu machen sind. Wobei das wahrscheinlich nicht jeder sehen wird, die Videos. Aber das soll mir ja egal sein. Aber ja, war es das hier schon wieder mit dem Level. Dann sehen wir uns das nächste Mal.